Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Das gab es schon ewig lange nicht mehr. Ich habe jetzt mal die Woche über ein bisschen was gefilmt. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Aber beachtet bitte auch, dass ich aktuell nicht aktiv meine Ernährung umstelle. Ich versuche zwar wieder etwas abzunehmen, aber auf meine Weise. Ich bitte euch, das zu respektieren. Viel Spaß! Am Montag gab es zum Frühstück Müsli mit Naturjoghurt. Das esse ich sehr, sehr gerne. Das sind so normale Haferflocken mit so feinherm Schokomüsli. Zum Mittag hatte ich dann drei Hähnchenschnitzel. Die finde ich aktuell sehr, sehr lecker. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, weil ich einfach viel zu faul bin zu kochen im Augenblick. Und zum Abendessen gab es dann zwei Fertigburger mit Kroketten. Mag ich im Moment auch sehr gerne. In meinen Vlogs habt ihr vielleicht schon mitbekommen, dass Olli und ich in letzter Zeit sehr gerne Spaghetti-Eis selbst machen und das gab es auch an dem Montag zum Nachtisch. Auf den darauffolgenden Dienstag gab es dann zum Frühstück auch wieder mein Müsli. Das esse ich jeden Tag zum Frühstück auf der Arbeit mit Naturjoghurt. Und zum Mittagessen hatte ich dann auch wieder diese Schnitzel. Die gibt es im Aldi und ich glaube, da kostet 1,99 oder 2,50. Zum Nachtisch hatte ich zwei kleine Stücke Kuchen, wie ihr sehen könnt. Und zum Abendessen habe ich Spaghetti Bolognese gemacht. Esse ich ab und an ganz gerne. Am Mittwoch gab es dann natürlich auch wieder zum Frühstück mein Müsli. Ich nehme da immer 40 Gramm von jedem plus 150 Gramm Naturjoghurt. Zum Mittag hatte ich Pfannkuchen mit etwas Nutella, die habe ich leider vergessen zu filmen. Zum Abendessen gab es den Rest von Tag davor und zwar wieder Spaghetti Bolognese. Zum Nachtisch habe ich dann Kuchen gegessen, den ich zuvor gebacken hatte. Am Donnerstag gab es zum Frühstück dann auch wieder mein Müsli. Zum Mittag- und Abendessen waren wir im Roadstop essen. Das war so mein Abschiedsessen von ein ganz paar Arbeitskollegen. Da habe ich einen Burger gegessen und zum Nachtisch gab es dann eine Nudelkuh von der Kuba. Das war mein kurzes, aber knackiges Food Diary. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und gebt dem Video einen Daumen nach oben. Schaut mal meinen Vlogs vorbei und wir sehen uns dann heute Abend zu einem neuen Vlog oder nächste Woche zu einem neuen Video. Tschüss!